Herzlich willkommen zu Pokémon Soul Silver. Nee, halt, warte, das ist was anderes. Cloud hat gesagt, was seine Lieblingstypen und seine Lieblings-Pokémon der jeweiligen Typen sind. Und da habe ich mir gesagt, das mache ich auch. Darum jetzt mit leichter Abänderung der Kriterien, also er hat ja bis zur vierten Generation gemacht, weil er sich danach aufwärts nicht mehr weiter auskannte, habe ich gesagt, ich mache alle Generationen mit rein. Auch ich wollte mich nur auf die letzten Entwicklungsstufen beziehen. Zwei Typen kann in jeweils reingemacht werden und ich habe auch für mich die Regel angenommen, keine legendären Starterfossilien und andere Event-Pokémon mitzunehmen. Hat mich an ein, zwei Stellen noch eine Minute länger überlegen lassen müssen, ansonsten aber war es weit kein Problem. Genau, das ist meine persönliche Meinung. Ja, warum man den Text geschrieben hat, meinetwegen. Und ich erhebe keinen Anspruch auf die Besitzrechte der verwendeten Bilder. Das heißt, ich habe einfach gegoogelt, das erstbeste Bild genommen und ich habe hier nicht die Quellen verlinkt, weil es einfach für 18 Typen mal 2 plus noch ein, zwei Bilder mehr Quellen mir zu doof war, so viele Links und so weiter ranzupacken. Ich hoffe, ihr versteht das. Genau, Tops und Flops hat er angefangen. Die besten drei und die schlechtesten drei. Das ist bei mir ganz klar Drache auf 1, Flug auf 2, Elektro auf 3. Und am schlechtesten Käfer Psycho Fee. Ja, weil ich Elektro einfach super finde. Fast alle Pokémon, die ich mag, haben als Zweityp Flug. Und Flug ist einfach super, weil ich auch generell bei anderen Sachen immer das Windelement mehr mag als die anderen Elementarsachen. Und das ist einfach hier durch Typ Flug repräsentiert. Und noch mehr repräsentiert es eigentlich bloß der Typ Drache. Und Drache ist einfach noch besser und cooler. Und ich mag Drachen. Im Umkehrschluss, ich mag keine Käfer. Ich finde Psycho-Pokémon irgendwie suspekt. Und Feen sind natürlich. Allein dadurch, dass sie als der Antityp zu Drache eingeführt wurden, bereits auf den letzten Platz verbannt, allein mit dieser Tätigkeit schon. Deshalb fange ich meine Folien der Typen auch gestaffelt an, vom schlechtesten zum besten Typ. Spoiler, die letzten drei werden so aussehen. Also fangen wir gleich mit Typ Fee an. Typ Fee, das beste Pokémon, Gardevoir. Ja, aber ich denke, du magst weder Fee noch Psycho. Ja, aber ich mag Gardevoir. Punkt. Ist mein drittliebstes Pokémon überhaupt. Ist auch in meinem Standard-Kampfteam mit dabei. Ich finde es super. Ich finde seine Mega-Entwicklung nicht ganz so toll, weil Frozen Eye hätte jetzt gesagt: Aber das ist doch ein so schönes Ballkleid und in Shiny hat sie sogar ein schwarzes Kleid. Dann sage ich: Stimmt. Aber in Shiny verliert sie erstens ihr Grün und ich mag Grün mehr als Blau. Und zweitens finde ich einfach, dass sie da fett aussieht. Und gerade ihr gefällt mir in Elegant und Edel besser. Mein meistgeistes Fee-Pokémon ist Dedenne, weil es einfach Dedenne ist. Und diese ganzen elektro-süßen Maus-Pokémon, die es in jeder Generation immer wieder Neues gibt. Pikachu, na okay, ist halt Pikachu, ja, meine Fresse, lass es halt bleiben. Minun fand ich nicht schlecht, Plusle ist auch okay, aber Minun mag ich mehr. Das kann man sich jetzt diskutieren, warum, ist egal. Pachirisu ging mir eigentlich auch am Arsch vorbei, solange bis zur 2015er Weltmeisterschaft. Sejun Park mit Pachirisu im Weltmeister geworden ist und dadurch Pachirisu auch bei mir bedeutend Pluspunkte gesammelt hat, weil es einfach dahingehend gezeigt hat, was es drauf hat. Defensiv und ich ein Fan von defensiven Pokémon bin. Aber Dedenne ist einfach. Nee. Es missfällt mir auch rein optisch. Es hat einfach nichts. Es ist doof. Weg damit. Psycho. Bleiben wir bei Gardevoir in leichter Abschwächung. Galagladi. Galagladi wiederum finde ich die Mega-Entwicklung sehr klasse und darum habe ich es hier auch als Mega-Pokémon für mich gewählt. Ja, was soll ich dazu sagen? Ist einfach cool. Wenn ich gerade wie ihr mag, dann mag man eigentlich auch Galagladi. Das ist einfach top. Patimos wiederum gibt es seit der ersten Generation. Seit der ersten Generation frage ich mich, warum gibt es dieses Pokémon? Es gibt viele Pokémon, wo ich mich frage, das nimmt den Platz weg, den Slot für ein beliebiges anderes Pokémon, was richtig cool hätte sein können. Es gibt so viele Super-Fan-Pokémon, aber so ein Vieh ist es geworden. Ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Käfer. Pinsir ist super klasse. Mega Pinsir ist auch cool. Ich hätte auch einen normalen Pinsir hier nehmen können. Das ist eigentlich an sich auch gut genug. Gefällt mir richtig gut. Habe ich, glaube ich, im Let's Play schon mal erwähnt, dass ich das mehrmals schon auch in meinem Story-Team mit dabei hatte. Bei meinem Soul Silver-Durchlauf habe ich zum Beispiel auch Pinsir mit dabei gehabt. Das ist super, es ist stark. Sieht klasse aus. Ich habe früher blau gespielt und nicht rot. Das heißt, ich habe mich auch gefreut, dass ich da Pinsir haben konnte und nicht Sichlor. Hass-Pokémon bei Käfer, also durch Ledian, weil es einfach mit Ledian kannst du nichts machen. Es kann nichts, es ist hässlich, es ist einfach ein Marienkäfer. Was willst du bringen? Hau weg den Scheiß. Aber boah, weg den Scheiß. Kapilz, Himmelhieb. Das beste Pflanzen-Kampf-Pokémon.
Zugegeben, das einzig. Nein, es gibt noch das andere Pflanzenkampf-Pokémon, der Viehhofler dort. Viridium? Ja, ich glaube Viridium. Aber es ist einfach awesome. Erstens eigentlich. Also, Rubin habe ich ja schon mal erwähnt gehabt, das ist meine Lieblingsgeneration gewesen. Und da habe ich Flamly als Starter genommen und mir dann ein Knilz gefangen. Und dann haben die sich beide entwickelt und beide konnten Himmellieb. Und das ist einfach die beste Attacke ever. Und Kapitz hat es einfach so wahnsinnig überzeugt in der Generation, dass es einfach unglaublich mächtig zu meinem Lieblings-Pokémon wurde. Was diesen Typ angeht. Meistgeistes Kampf-Pokémon ist Buggy der Clown, also Meistergriff, wegen Buggy seiner Clown-Nase. Es gibt schon Macholo, Macho und Machomai. Warum musste man also diese Entwicklungsreihe dazu erfinden? Auch eine Tauschentwicklung, auch Kampf, auch drei Stufen, hilft auf dem Bau. Es ist kein produktiver Beitrag zur Pokémon-Reihe, was die ganze Variabilität angeht, und es ist auch rein optisch nicht so mein Typ. Das habe ich ja damals beim Test, den wir beim Weisen in der Drachenhöhle machen müssen, erwähnt, dass ich ja bei Pokémon eher nach Aussehen gehe, was da mein Gefallen, was mein Missfallen ist, und da gefällt er mir einfach nicht. Eis. Ausdos. Punkt. Was will man sagen? Es ist awesome. Es ist Ausdos. Es ist mega mächtig. Kann alles. Rosana wiederum kann nichts, darum Rosana haut weg. Ausdos mag ich, es ist defensiv stark, es ist spezial offensiv stark. Es wird von jeder beliebigen Spezialattacke sofort besiegt, aber ist ja egal. Hausbruch, Wertelink ist ja das meistgesehene Set mittlerweile, seit es diese Kombi dazu bekommen hat. Fand ich auch vorher schon cool. Hat mir in Rot und Blau immer gefallen. Hat Spaß gemacht, mit dem Ausdos Level 100 einfach durch die Top 4 durchzurennen im Eingang. Rosana macht keinen Spaß. Und ist Heidi Klum. Ach, war weg. Normaltyp. Die hat leider die Regel von Cloud-Angriff genommen, dass ich keine solche Spezial-Pokémon nehmen könnte, sonst würde auf der linken Seite ein Relaxo abgebildet sein, weil Relaxo einfach das beste Normal-Pokémon ist. Da diese Regel aber nicht zählt, musste ich mich für ein normales Normal-Pokémon entscheiden. Normales Normal-Pokémon ist auch gut. Es ist bei mir Dumise geworden, was Cloud fassungslos gemacht hat, weil er meinte, ich habe es auf die falsche Seite gezogen. Nein, ich mag Dumise wirklich. Es kann nichts, aber ich finde es putzig. Ich weiß nicht, es hat einfach was. Ich hab's schon immer gemocht. Und ich bin mir durchaus bewusst, dass es nichts kann, aber es gefällt mir. Was mir nicht gefällt, ist Darmiaplex. Das wieder. Es ist böse, weil es keine rote Nase hat, so wie Rudi, the Red-Nosed Reindeer, und darum ist es nutzlos. Es kann auch sonst nichts. Pflanzentyp, also am allerbesten Tropius. Kombiniert ja auch meinen zweitliebsten Typ Flug wieder mit sich rein. Warum ist hier nicht Harald? Naja, weil ich Meganie halt auch toll finde, aber nicht so toll. Da ist einfach Tropius oder Kappes sind da auf höheren Positionen. Auch dritte Generation hat mir auch sehr gefallen. Kann eigentlich auch nicht so viel leider, aber es ist super. Was mir nicht gefällt, ist Hutsasa, weil es gibt schon zwei Pilz-Pokémon mit Paras Parasek und mit Knilz Kappels. Warum noch ein drittes? Es tut noch umso mehr weh zu sehen, dass es so oft benutzt wird, weil es ja scheinbar doch gut ist. Aber ich mag es halt einfach nicht. Blödes Vieh. Wasser. Mein Lieblings-Pokémon offensichtlich Carpador. Aber da ich ja gesagt habe, letzte Entwicklungen, ist es Gyarados geworden. Nein, das ist auch so Gyarados. Mein, ich glaube, viert- oder fünftliebstes Pokémon überhaupt. Und ja, ist einfach mega. Nicht mega Gyarados, mir gefällt persönlich einfach der normale besser, auch weil ich dann den Itemslot noch für Überreste frei habe. Ist auch Bestandteil meines 6er Standard-Teams. Ja, ist awesome. Muss man dazu sagen, seit der ersten Generation Teil meines Teams. Weil ich mir auch da schon immer vor Mondberg das Carpador gekauft habe im Pokécenter, anstatt zu warten auf Orania City, bis man endlich angeln kann. Damit ich so schnell wie möglich mein Gyarados haben konnte. Bidifas wiederum mag ich gar nicht. Es ist nur deshalb in Perl ins Team gekommen, weil es einfach vier VMs bei sich tragen konnte. Es ist ein üblicher Tag VM-Slave, ansonsten ist das Schwachsinn. Ich mag es nicht, das ist blöd. Hau ab. Gestein! Haha! Rokara! Warum hier zum Beispiel nicht das Pota ist? Naja, weil ich Rokara mag. Ich habe das erste Mal Y gespielt, habe Rokara in dieser Höhle gesehen, habe es gefangen, habe es mal angeguckt mir, ich habe es ins Team genommen. Es hat mich bis zum Ende begleitet, es hat mir Spaß gemacht einfach. Achso, das hier ist Shiny Rokara, nicht normales Rokara, weil ich auch da Shiny mehr mag als normal. Also habe ich so lange meine Eier mit der Matsuda-Methode ausgebrütet, bis ich auch ein Shiny Rokara hatte. Darum habe ich mich hier für Shiny Build entschieden. Ich finde es einfach toll. Was ich nicht toll finde, ist Voluminas. Cloud hatte hier sich, glaube ich, für Potrot entschieden als meistgastes Stein-Pokémon. Potrot ist auch nicht so die Bombe.
Obwohl man jetzt natürlich sagen kann, Pottlot ist doch genau wie Rokara, eventuell, aber ich mag Rokara mehr, weil einfach die Typenkombination mir besser gefällt. Ich denke, du magst Fee nicht. Ich rede mich hier Hals und Kragen. Es hat mir einfach besser gefallen, Punkt. Außerdem ist es Tom. Hier kam's Tom, der Stein von Rarity. So. Voluminas ist blöd. Nasgnet ging. War einfach, habe ich mich neutral zugehalten, habe ich Voluminas gesehen, hat mir nicht gefallen. Das ist leider dasselbe, was auch zum Beispiel bei Magma passiert ist. Magma fand ich super, also Magby fand ich okay, Magma fand ich super, Magbrand finde ich auch total kacke. Und das ist halt leider viele von dieser vierten Generation Spezialentwicklungen, die noch dazu kamen, die mich da leider nicht so sehr vom Hocker gerissen haben. Voluminas ist einfach eins davon. Typ Boden. Libeldra. Weil es ein Drache ist. Könnte man jetzt sagen. Knackhack ist auch ein Drache. Ja, aber ich mag Libeldra mehr. Weil es grün ist, könnte man jetzt natürlich wieder sagen. Ich weiß nicht, ist einfach cool. Knackleon fand ich super süß. Es ist süß, putzig, knuffig. Oh, richtig putzig. So wie Brava geworden. Na gut, das sind die Libelle. Aber es war Typ Drache. Und dann kam Libeldra. Und es ist einfach richtig awesome. Es ist jetzt nicht so stark wie diese ganzen Pseudo-Legendären, halt wie zum Beispiel Knackhack oder Trigefalo oder Rotalanda oder sowas. Aber es reicht aus. Es ist gut in seiner Sache, die es macht. Und es ist einfach cool. Was nicht cool ist, ist Grabbit. Grabbit ist Schwachsinn. Ich mag es nicht. Das ist mir suspekt. Es ist auch, ich finde es auch kein schönes Design. Weil es hat die Schaufelohren. Okay, aber es ist, ne. Ich verstehe die Kombination aus Hase und Maulwurf nicht. Punkt. Typ Stahl. Das beste Stahl-Pokémon. Flunkiefer. Noch besser als Flunkiefer, ist nur Mega Flunkiefer, weil es einfach halt Mega Flunkiefer ist und es ist einfach super awesome. Es ist super mega stark und es ist super putzig. Flunkiefer, mir fällt gerade auf, ich habe auch auf der linken Seite fast nur dritte Generation Pokémon, aber es ist halt, weil mir die Generation am meisten gefällt. Flunkiefer hat mir auch damals schon gefallen, als es noch nichts konnte, als es noch keine Mega-Entwicklung hatte, habe ich auf Level 100 hochgezogen in der vierten Generation und in der fünften Generation und habe jetzt auf der sechsten Generation ein Level 100 am Mega Flunkiefer. Was soll ich sagen? Es ist einfach awesome. Es ist süß, putzig, ole ole, super Pokémon, ole ole. Auch wenn es nichts kann. Ich mag es. Es ist zwar nicht Bestandteil meines 6er Hauptkampfteams, aber es ist so das imaginäre siebte Cheerleader-Pokémon, was immer noch auf meiner Schulter mit mir rumreißt, wenn man so will. Was ich nicht mag, ist Klick-Di-Klack. Weil es einfach auch kein cleveres, schönes Design hat, finde ich. Es ist einfach, man könnte jetzt natürlich sagen, aber was ist mit Magnetilo und Magneton? Das ist auch bloß zusammengesetzt von irgend so einem Zeug. Ja, aber die hatten wenigstens noch was. Charakter, wenn man so will. Klick-Di-Klack nicht. Das hier ist sein Gesicht, wenn man so will. Es ist einfach, nee. Geht nicht. Nee. Das sind nur Zahnräder. Das hat nichts. Nee. Gibt's nicht. Schwachsinn. Unlicht. Ich mag Unlicht mehr als Stahl. Ja, gut, dann ist das so. Ja, Unlicht Absol. Warum nicht Trigefalo? Weil Trigefalo ist Unlichtdrache. Stimmt, und es ist sogar ein dreiköpfiger Drache und erinnert so sogar ziemlich doll an Ghidorah aus den Godzilla-Filmen, welchen ich auch super toll finde. Aber es ist Absol geworden. Weil wieder dritte Generation, wie mir auffällt. Mega Absol in diesem Fall. Aber ich mag auch normales Absol. Da finde ich beide Formen klasse, aber hier habe ich halt Mega Absol, weil Mega Absol auch einfach Klasse hat und Ausstrahlung. Gefällt mir, weil das Design ist klasse, Yin und Yang, das ist einfach auch, es ist stark, es darf halt nicht getroffen werden, mal wieder ist eins von diesen Glaskanonen, die super austeilen, aber nicht einstecken können. Finde ich super. Calamanero finde ich nicht super, weil es ist suspekt. Es hat eine clevere Idee mal wieder sich ausgedacht, wie könnte man ein Pokémon entwickeln, mal was Neues sich ausgedacht, mit dem 3DS über Kopf halten bei Levelaufstieg. Ja, okay. Psycho Unlicht ist auch eine neue Typkombination. Auch die Fähigkeit an sich ist nicht so verkehrt, aber es ist einfach komisch. Ich werde mit dem Pokémon nicht warm. Selbst wenn du andauernd Kraftklos einsetzt, dafür sind die Werte zu schlecht und es. Ich weiß nicht. Frozen Eye hätte jetzt wieder gesagt, also ich glaube, Frozen Eye mag es sehr, weil er mag Typ Psycho und Unlicht sehr. Ist, glaube ich, bei seinen Top 3 in Bede mit dabei. Darf er ja ruhig haben. Man muss ja nicht immer die gleichen Pokémon mögen. Aber ich werde einfach nicht warm mit dem Vieh. Gift. Das ist bei der Haben-Seite das Teammitglied auch aus meinem 6er-Team standardmäßig dabei, mein Nidoking. Weil auch Nidoking mich seit der blauen Generation von Anfang an immer begleitet hat. Auf Level 16 immer schön entwickelt im Mondberg direkt, weil da findet man ja schon Mondsteine. Dann auf Level 23 Fuchtler, später Eblus, TM-Attacken, darum könnte man sehr früh entwickeln.
Mit der Traumwildfähigkeit hat es noch mehr Power bekommen. Leider kein Sweeper, weil es dafür zu langsam ist und die anderen Werte nicht so überragend sind, aber als Wallbreaker super geeignet und ich finde es einfach. Es hat mir vom Design gefallen. Ich habe Nidoran männlich gefangen und dann war ich einfach begeistert mit dem, was daraus wurde. Gefällt mir sehr. In meinem Kopf, in meinem Headcanon ist es auch Kindheitsfreund von meinem Starter Glumanda. Und hat eine Narbe vor seinem linken Auge. Aber es geht jetzt zu weit, das zu erörtern. Was ich wiederum nicht mag, ist Deponitox, weil das ist wieder, was ich vorhin schon mal erwähnt habe, eins von diesen Pokémon-Designs, wo ich sage, du blockierst den Slot für ein hätte gut sein könnendes Pokémon. Dich gibt es und weil es dich gibt es ein anderes Pokémon, was viel besser hätte sein können, nicht. Und dafür ist es einfach zu scheiße. Ich meine, es soll Müll darstellen. Ja, aber dafür haben wir schon Slymog. Und Slymog sieht wenigstens gut aus. Im Vergleich zu dir und auch sonst. Also Slymog hätte auch auf der Habenseite hier sein können. Aber nee, du ging es besser. So. Typ Feuer. Wieso habe ich Makargo links und nicht rechts, fragt sich jetzt Cloud. Naja, weil ich Makargo nicht schlecht finde. Und weil es deine blöde Regel gibt, dass ich keine Starter nehmen kann, darum kann hier Glurak nicht sein. Und weil es die andere blöde Regel gibt, dass ich nur voll entwickelte Pokémon nehmen kann, darum ist hier kein Magma. Sonst hätte ich ja zum Beispiel auch Magma nehmen können. Nein, ansonsten Makargo, ich finde es nicht schlecht. Ich weiß nicht, ist glaube ich auch von meiner Kindheit mehr hergerührt. Ich habe Schnecken nicht ganz so schlecht gefunden früher, warum auch immer. Mittlerweile muss ich auch sagen, die muss ich nicht als Haustier halten. Und Makargo, also Schneckmark eher. Schneckmark fand ich putzig. Und Makargo ist dann halt einfach mitgekommen. Es war jetzt nicht so verkehrt. Kann speziell relativ gut austeilen, hält physisch relativ gut aus. Ja, hat seine Vierfachschwäche, aber ansonsten ist ja okay. Flambivian ist wiederum komisch. Fünfte Generation gab es nicht so gute Feuer-Pokémon. Es gab zum dritten Mal in Folge den Feuer-Kampfstarter. Und was man wild an Pokémon angetroffen hat, ist mit dem Affen von diesem Affentrio und mit Flambivian, glaube ich, schon gewesen. Okay, später gab es noch Ramoff. Ramoff ist ein cooles Pokémon gewesen, aber Flambivian ist einfach komisch. Mit seiner Trunksform und das, ich weiß nicht, sein Grinsen verstört mich irgendwie. Das ist mir suspekt. Und es hat die Nummer 555. Das allein ist auch schon, sagt eigentlich alles. So, Geist. Auch Teil meines 6er Standardteams, mein eigentlich Shiny Gengar. Ich habe auf die Schnelle kein schönes Bild von dem Shiny Gengar gefunden. Ja, habe ich in Rot und Blau zwar nicht standardmäßig im Team gehabt, kam dann erst ab Perl wirklich zu meinem Hauptteam, aber ist seitdem eigentlich prinzipiell immer dabei und es ist einfach klasse. Es ist wieder so ein cooles Schabernackgrinsen, was er hat und das ist einfach super. Gengar gefällt mir. Hat ja auch der Nazgul 4 in unserem Let's Play bewiesen, dass auch ihm Gengar gefällt und darum kommt's rein. Was mag ich bei Geist nicht? Das war schwer. Ich mag nicht Banette, aber ich mag eigentlich alle Geist-Pokémon. Darum habe ich einfach Banette gesagt, okay, du kommst wenigstens in der Megaform, in einem coolen Cosplay als Bild hier mit rein. Ich mag dich am wenigsten von allen Geistern, weil du halt auch bei Saphir warst, ich halt Rubin gespielt hatte zum Beispiel. Aber wie man an dem Bild sehen kann, es ist The Puppet aus Five Nights at Freddy's. Und da ich auch großer FNAF-Fan bin, was soll ich dagegen sagen? Also ich mag dich am wenigsten, aber ich mag alle Geister. Punkt. Elektro. Clouds blöde Regel verbietet es mir, Blitzer auf die erste Stelle zu nehmen, also habe ich mich für Luxtra entschieden. Weil Luxtra eigentlich auch nicht schlecht ist. Was halt komisch war, oder was heißt komisch war, es halt mal wieder Pech von der Gestaltung von Nintendo einfach einherkam, dass es eher nicht so viele gute physische Attacken lernen konnte. Also es hatte, glaube ich, bloß Funkensprung und Knirsch, habe ich mich nicht erinnere, damals in Perl gab. Aber es ist trotzdem klasse. Ich bin eigentlich sonst kein so ein Fan von diesen ganzen Furry-Hunde und Löwen und all sowas, aber Luxtra hat mir echt zugesagt. Das hat mir Spaß gemacht. Flunschlick, ja, du musst gar nicht so blöd gucken. Dich mag keiner. Oder vielleicht mag dich jemand, ich mag dich nicht. Du bist auch so ein blödes wie Elektroboden. Warum hast du Boden? Dich greift eh keiner mit Elektroattacken an. Das ist Schwachsinn. Und mir gefällt's. Ja, es ist eine Flunder. Wir hatten noch keine Flunder. Es ist immerhin kein Wasser-Pokémon geworden. Dafür ist eine Flunder. Ja, aber Elektroboden hätte auch was Besseres sein können als das. Ganz ehrlich. Das ist doof. Hat mir einen weißen I Spaß gemacht, dem viel zu begegnen. Weil es einfach blöd ist. Mein zweitliebster Typ ist Flug, wie vorhin schon angemerkt. Und auch, was früher immer dabei war, was dann später bloß durch X-Bart ausgetauscht wurde, Ibitak. Warum ist dann aber hier Ibitak statt X-Bart? Das ist eine echt gute Frage. Wieso fällt mir die Frage erst jetzt auf? Eigentlich hätte ich ja auch Xbox sein können. Aber es ist halt einfach Ibitak. Und Ibitak hat mich einfach auch schon seit 17 Jahren schon begleitet. Und ist einfach cool. Ibitak ist awesome. Scheiß auf Tauboss. Immer Ibitak. Immer Ibitak. Ist kein Borschnabel. Zum Beispiel. Und wie man sich an unser Let's Play erinnern kann, Papunga. Kann nichts.
Wenn ich gerade Papunga sehe, ich habe bei Pflanzentyp gesagt, warum dort nicht Harald ist. Die zweite Frage für Pflanzentyp wäre gewesen, warum dort kein Blubella war. Naja, weil Tropius besser ist als Blubella. Darum. Aber Blubella ist auch awesome. Papu, du nicht. Du bist scheiße. Egal, was Frozen Eye sagt, du bist scheiße. So, Typ 1, Drache. Mein Shiny Mega Tsarzunabas auf Platz 1. Stärkste Pokémon im 6er-Team. Ich weiß, es ist aufgrund der Megaform im Über drin und nicht im OU. Also hätte ich es eigentlich bei regulären Kämpfen so nicht benutzen. Ist ja egal. Ist trotzdem mein Shiny Mega Tsarzunabas. Ist awesome. Ist der beste Drache. Warum ist er der beste Drache? Weil es mit Rubin und Saphir ist. Schwierige dritte Generation, das ist so herrlich. Gab es das allererste Mal endlich mal Drachen-Pokémon, die auch nach Drachen aussahen? Siehst du das hier? Das ist kein Drache. Das ist ein Teletubby. Das ist kein Drache. Ich sterbe, Drecksvieh. Niemand mag dich. Aus irgendeinem Grund mögen dich alle. Ich weiß nicht warum. Bist zu hässlich. Nichts kannst du. Und dann kam auf einmal Tsarzunaba, also Brutalanda. Ich muss mir die Spitznamen abgewöhnen. Und Brutalanda sah endlich mal nach einem Drache aus. Und Libeldra auch. Und auch wenn Cloud mich dafür hauen möchte, selbst Altaria hatte gewissermaßen was für einen Drachen. Und dann kam noch Rayquaza. Und auf einmal gab es coole Drachen. Und auf einmal hieß es, yes, jetzt kann man Drachen spielen, weil man nicht dieses hässliche Drecksvieh nehmen muss. Das war doch sehr zufriedenstellend. Es gibt auch noch weitere, die es nicht mit reingenommen wurden, haben konnten. Wie gerade eben schon bei Ibitak gesagt, ich hätte auch Expert an der Stelle sein können. Eigentlich als Expert in Ibitak könnte man eigentlich auch die beiden Plätze tauschen, je nachdem. Also die Ibitak hätte auch genauso gut hier sein können und Expert hätte genauso gut bei Flug sein können. Warum ist Glurak hier und nicht bei Feuer oder bei Flug? Weil wegen der Regel keine Starter. Warum ist Giratina hier und nicht bei Geist oder Drache? Weil wegen der Regel keine Legendären. Außerdem mag ich sowohl Gengar als auch Brutalanda mehr als Giratina. Aber ansonsten ist Giratina mein liebstes legendäres Pokémon, weil es einfach auch awesome ist. Warum ist Ho-Oh hier? Erstens, weil ich ein Silberkind bin und darum Lugia besser ist und ich auch seitdem Silber als Medaille besser als Gold finde, auch generell. Und weil es einfach der blöde goldene Gockel ist und ich finde das viel doof. Das kann nicht. Panferno mag ich auch nicht. Ist ein scheiß Feuerstarter gewesen. Flambirex war genauso doof. Ich habe mich jetzt aber für Panferno entschieden, weil es halt ein Schattenschwein ist, egal. Es ist genauso austauschbar und Flambirex ist doof. Und Girafarig habe ich, glaube ich, im Let's Play auch schon oft genug gesagt, dass Girafarig einfach ein Schwachsinn ist. Mag ich nicht. Teuser war es, aber du bist beschlört. So, aber genug. Aber genug rumgenöbelt, rumgeheult. Cloud guckt mich auch schon so an. Ich soll Feierabend machen. Ich mache Feierabend. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wie gesagt, die Bilder sind nicht von mir. Bleibt sauber. Guckt weiter Clouds Videos. Bis die Tage. Wiederschauen.